Hallo, mein Name ist Alicia Z und ich bringe seit 2018 Bücher heraus, unter anderem die Love is Queer-Reihe und davon stelle ich euch heute den zweiten Band vor, nämlich Maybe Not Tonight. In Maybe Not Tonight geht es um Luke und Jackson. Luke fliegt nach Vancouver in Kanada, um dort ein Au-pair-Jahr zu verbringen, oder nicht ganz ein Jahr, aber er wird zu seinen Verwandten dort gehen und sich um seine kleine Cousine kümmern, ihr Deutsch beibringen. Und das ist für ihn ein großer Schritt, nach dem Abi so weit wegzugehen für so eine lange Zeit, weil er sein ganzes bisheriges Leben eigentlich auf seine drei jüngeren Geschwister aufgepasst hat. Zumindest nach dem Tod seines Vaters war er quasi so die Vaterfigur, hat wirklich sehr viel auch im Haushalt übernommen und ist in diese Rolle hineingewachsen und hat dabei eigentlich vergessen, sein eigenes Leben zu genießen. Und ja, das muss er eigentlich jetzt in Kanada erstmal wieder lernen. Und er ist dort nicht nur Au-pair, sondern er studiert auch an der British Columbia Theater und Film. Und es ist eine ganz andere Welt, in die er da eintritt. Dort am Campus trifft er auf Madison und Taylor. Taylor studiert sogar zusammen mit ihm und sie werden in diesem Semester Mary Poppins als Musical einstudieren und aufführen. Und das war für mich sehr, sehr cool, das mit einzubauen, weil ich Mary Poppins liebe und die Musical-Version und die Lieder davon sowieso. Und ich glaube, zu Luke passt das auch ganz gut, weil er generell ein sehr emotionaler Mensch ist, der gerne so ein bisschen aus sich herausgeht und einfach das Schauspiel und das Theater sein großer Lebenstraum ist. Und ja, mit Taylor und Madison freundet er sich auch sehr schnell an, würde ich sagen, und trifft dann aber auch auf Jackson. Unter anderem, weil das Haus, in dem er lebt, bei seinen Verwandten gegenüber von dem Haus von Jacksons Eltern steht, aber auch, weil Jackson während dieses Musical-Projekts die Kulissen baut, also für das Musical-Projekt. Er studiert nämlich Architektur und wird dann zu Hilfe gezogen, um dort die Kulissen zu bauen und so weiter. Und so lernen die beiden sich kennen. Und ja, was dann zwischen den beiden genau passiert, darauf will ich jetzt hier nicht so eingehen, das würde ja natürlich spoilern, aber es ist. Wenn ich immer so gefragt werde, beschreibe dein Buch in drei Worten, dann sage ich immer, ja, es ist romantisch, es ist ein Wohlfühlbuch und es ist. Musical ist kein Adjektiv, aber trotzdem, Musical beschreibt dieses Buch auch sehr gut, weil es eben doch sehr viel um die Gruppe dort geht. Man wächst ja so zusammen, während man ein Theaterstück oder ein Musical einstudiert und diese Dynamik fand ich auch sehr, sehr schön. Aber natürlich auch Lukes Dynamik in der neuen Familie, zu der er kommt. Denn das sind nicht irgendwelche Verwandten, sondern das ist der Bruder von seinem Vater, den er jahrelang nicht gesehen hat, und seine Frau und seine zwei Kinder. Und es ist für Luke krass, weil sein Vater ja schon seit einiger Zeit tot ist, aber sein Onkel dem Vater eben sehr ähnlich sieht und auch so eine ähnliche Stimme hat. Und als er dann zum ersten Mal dahin kommt, denkt er sich auch so: Oh Gott, ich werde gerade sehr daran erinnert, wie es war, meinen Vater zu sehen. Luke ist also der totale Familienmensch, der gerne backt, kocht und so weiter Zeit mit seiner kleinen Cousine oder seinem Cousin verbringt, wobei der Cousin so ein bisschen auf Abstand geht und man weiß nicht genau warum. Ich meine, der Cousin ist 15, so direkt in der Pubertätsphase, vielleicht hat er einfach keine Lust, aber das wäre jetzt auch ein Spoiler, wenn ich darüber reden würde. Und Jackson ist so das komplette Gegenteil, würde ich sagen. Er vermeidet den Kontakt zu seiner Familie, wo es nur geht. Das hat aber natürlich auch Gründe. Zieht sich eher in sich selbst zurück. Er lebt zusammen mit Billy, seinem Mitbewohner, in einem Studierendenwohnheim, um einfach ja der Überfürsorglichkeit seiner Eltern zu entgehen. Sagen wir es mal so. Was er gerne in seiner Freizeit macht, ist auf Hochhausdächer zu klettern tatsächlich. Das nennt sich Roofing und er macht dort oben Bilder, wie er auf einem Hochhaus sitzt. Bitte nicht nachmachen, wie seine Beine über Vancouver baumeln, über der Stadt und genießt dort oben Sonnenauf- und Untergänge, aber immer für sich. Und das teilt er auf einem Instagram-Account. Er ist auf dem Instagram-Account nicht zu erkennen, also er macht das Ganze anonym, teilt dort seine Gedanken, seine Ängste, seine Sorgen, aber auch Träume in Texten und eben auch diese Bilder. Und tatsächlich folgt ihm seine Schwester auf diesem Account schon länger, weiß aber natürlich nicht, dass es ihr Bruder ist. Und mit seiner Schwester hat Jackson auch so ein schwieriges Verhältnis. Ja, mehr sage ich dazu hier nicht. Und man kann es sich schon denken, es wird im Laufe des Buches auch dazu kommen, dass Jackson und Luke irgendwann zusammen auf eins dieser Hochhausdächer gehen. Deswegen finde ich das Cover so schön. Da sitzen die beiden nämlich und also auf einem Hochhausdach und im Hintergrund sehen wir Vancouver. Und ich liebe das, es wurde super gut umgesetzt. Auch die Schrift dazu, die quasi funkelt, so wie die Sterne, die beiden sehen. Und natürlich, was dort oben passiert, was sie da alles erleben, was eine Schaukel auf einem Hochhausdach damit zu tun hat, kann ich euch hier jetzt nicht verraten, das müsst ihr selbst herausfinden. Aber für mich war es sehr schön, diese Geschichte schreiben zu dürfen.
Luke war schon ganz, ganz lange in meinem Kopf und ich wollte ihm seine eigene Geschichte schenken. Er war der beste Freund der Protagonistin aus meinem allerersten Buch und jetzt hat er quasi seine eigene Geschichte bekommen. Und ich wollte ein Buch schreiben, in dem es mal nicht um das Coming Out geht, um irgendwelche Dramen bezogen eben auf Sexualität, sondern Luke und Jackson sind beide geoutet, kommen beide damit klar, sage ich mal, dass sie auch auf Männer stehen. Und das ist einfach überhaupt kein Thema. Also das war für mich sehr schön mal zu schreiben. Die beiden haben sich schon gefunden quasi, gehen damit offen um und das ist das Normalste der Welt, dass sie sich ineinander verlieben. Ja, was dann natürlich alles passiert, ob sie zusammenkommen, was passiert, wenn Luke zurück nach Deutschland fliegen muss, weil ich meine, er ist eben nicht für immer in Kanada, er wird irgendwann wieder zurück zu seiner Familie kommen. Ja, das werdet ihr im Buch erfahren. Das werde ich jetzt hier natürlich nicht verraten. Falls ihr also ein absolutes Wohlfühlbuch sucht, in dem es um die Liebe geht, aber auch um Musical, um Familie, um Freundschaft, vor allem auch um Freundschaft. Ich fand, das ist auch sehr, sehr wichtig in diesem Buch, die Freundschaftsdynamik zwischen Luke, Madison und Taylor. Dann kann ich euch das Buch empfehlen. Ich meine, es ist immer komisch, als Autorin das eigene Buch zu empfehlen, aber das mache ich trotzdem hiermit. Also, wenn ihr nach so einer Geschichte sucht, dann könnt ihr das gerne lesen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefällt, dass euch die Reise von Luke und Jackson mitreißt und ihr genauso viele Emotionen empfindet, wie ich sie beim Schreiben empfunden habe. Müsste ich meine Lieblingsszene aus Maybe Not Tonight nennen? Es ist sehr, sehr schwierig, aber ich gebe euch drei Stichworte und dann wisst ihr, wenn ihr das Buch gelesen habt, welche Szenen ich meine. Stichwort 1 ist Schaukel, das hatte ich ja schon mal angesprochen. Stichwort 2 ist Pokémon. Und Stichwort 3 ist Werwolf. Ja, zum Werwolf kann ich hier auch nicht mehr sagen, dafür müsst ihr das Buch lesen. Aber ich liebe die ganze Thematik darum. Und für alle, die dann das Buch gelesen haben und wissen wollen, wie es weitergeht, Luke und Jackson spielen auch im nächsten Band der Reihe eine Rolle. Ich werde nicht sagen, in was für einer Hinsicht, aber in No Place for Us werden wir die beiden auch in irgendeiner Art und Weise wiedersehen. Der Band erscheint Anfang November und ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn ich das Buch dann in der Hand halten kann und dann alle drei Bände nebeneinander ins Regal stellen kann.